Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Die letzten Stunden mit unserem Auto, was wir sehr bald abgeben werden, sind angebrochen. Also um genau zu sein, sind es glaube ich noch genau 24 Stunden. Und ich werde das Auto heute zum letzten Mal fahren. Tim gibt es nämlich morgen ab. Das Problem ist, wir haben unser neues Auto noch nicht. Ich glaube, ich werde nachher richtig traurig, wenn ich das zum letzten Mal gefahren bin. Also wenn ich das dann abstelle und fertig bin. Andererseits freue ich mich auch nochmal drauf. Schön auch mit Dach offen fahren, um nochmal den Sound zu hören und ach, keine Ahnung. Und wenn ich das jetzt, also damit habe ich es doch eigentlich schon verraten. Wir verkaufen den Cupra. Der ist zwar groß, aber halt nicht groß genug. Wir haben ja ein winziges Auto, also den Mi, und ein mittelgroßes Auto. Und ja, wir wollten gerne halt was irgendwie Größeres und Praktischeres und auch ein Auto, was nicht, wo es nicht schade ist, wenn es dreckig wird, wenn es, keine Ahnung, also wenn man damit irgendwelche Sachen transportiert, was so ein bisschen mehr Nutzfahrzeugcharakter hat. Also es tut mir schon sehr leid, wie der Cupra manchmal aussah. Also jetzt vom Dreck her, sage ich mal, was natürlich mit Kind normal ist, aber dieses Auto hat es nicht verdient, so was wir da alles reingetan haben. Irgendwie, also eigentlich sollte auch unser riesiger Weihnachtsbaum da rein. Der hätte sogar vielleicht gepasst, aber das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, Alter, das musst du mit einem Sportwagen nicht unbedingt machen. Du musst den nicht als Nutzfahrzeug benutzen. Da holst du dir lieber ein Nutzfahrzeug, was halt ein Caddy ist. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn du da Harz im Kofferraum hast oder so. Für unsere Ansprüche, also wir brauchten da was, was jetzt ein bisschen, ich sag mal, robuster ist. Auch für zukünftige Projekte, für irgendwelche Vorhaben, für Sachen, wo irgendwas transportiert werden muss. Ich nehme euch nachher mit, wenn ich nochmal fahre. Boah, das wird richtig traurig, wirklich. Unsere Autos sind halt so richtige Gebrauchsautos. Und das hat einfach ein hochwertiger Sportwagen mit. Keine Ahnung, die Tür ist Alcantara verkleidet und dies und das so von innen, ne? Sowas hat es einfach nicht verdient, so behandelt zu werden. So ein Auto muss eigentlich, keine Ahnung, zweimal im Monat gewaschen werden. Ja, da. Nee, ich brauche dazu nichts sagen. Der Hauptgrund ist aber wirklich, dass es einfach zu klein ist. Also, man kriegt schon was rein. Aber es hat halt immer noch, es ist immer noch ein bisschen größer als so ein Golf oder so. Aber an sich, also, ich weiß nicht. Wir haben halt ein kleines und ein sehr kleines Auto. Und das ist jetzt nicht das, was wir jetzt in der Zukunft irgendwie brauchen. Für jeden Scheiß, den wir transportieren müssen, leihen wir uns ein anderes Auto. Im Caddy kann man auch schlafen. Ich habe heute ist endlich mal, wir hatten, also bei der Probefahrt hatten wir vergessen, den Zollstock mitzunehmen. Ich wollte eigentlich mal die Maße vom Kofferraum ohne Sitze rausfinden. Und ich habe jetzt einfach gegoogelt und da hat man eine Liegefläche von, theoretisch, wir überprüfen es dann, 1,80 mal 1,20. Also wir wollten jetzt auch keinen Camper oder so. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Äußerst interessant, was man in einem Auto so findet. Aber war ja klar, dass da ungefähr 700 Zeitschriften und Kram ist. Alter. Ach ja, hier, dieses Vieh. Das ist. War das ein Esel? Oder was war das? Der Kopf ist noch drin, also. Sieht aus wie ein Esel, na? Ich glaube, Das das war ein Esel, wandert aber. von Auto zu Auto mit. Nee, das scheiß Ding kommt jetzt nicht in das neue Auto. Klar! Nein! Das war als erstes in deinem Das war. weißen Das ist Auto. absoluter Müll. Ja, aber das ist unser Autoglücksbringer. Nein, das ist Deswegen haben wir nicht. noch keinen Unfall gebaut, weil da ein kopfloser Esel Das hat in drin Corona ist. ja richtig gut funktioniert mit dem Es Glücksbringer. war kein Unfall. Ein Unfall ist irgendwas Gefährliches, nicht wenn man irgendwo gegenfährt. Ein Blitzwurm hat auch oft genug. Na und? Wenn du das jetzt drin lässt oder rausschneidest, ist mir scheißegal. Trotzdem muss es mal gesagt werden. Also der Corolla, da war absolut kein Glück im Spiel. Ja, weil Überhaupt das ein nicht. komisches Auto war. Nee, das hat kein Jedenfalls. Komisch, das liegt nicht an diesem komischen Auto. Timmy, ich will einfach nur sagen, dass dieser Esel in das neue Auto mitkommt. Nein, komm Komme, nicht. was wolle. Ich versteck den da heimlich irgendwo Ich drin. schmeiß den nochmal weg. Du wirst den Ich nicht. bring ihn Nein! gleich mit in die Tonne runter. Nein! Okay, ich muss jetzt den Kopf von dem Esel suchen. Oh, so ein Stress hier. Was
haben wir denn? Okay, Tim hat seine Schuhe im Auto gelagert. Ich habe den Kopf gefunden. Jetzt können wir auch gucken, was das für ein Tier war. Oh, aber der Kopf ist auch nicht mehr. Der Kopf ist auch nicht vollständig. Hä? Gibt es von dem Kopf noch ein Teil oder bin ich irgendwie... Ich weiß ja nicht mehr, wie das hier dran war. So? Super. Naja, ist auf jeden Fall interessant, was wir hier haben. Sowas hier. Das ist genauso. Das ist auch aus meinem ersten Auto immer mitgekommen. Na, wenn wir mal nach Chemnitz fahren und dann haben wir uns verfahren. Erstens, was will ich in Chemnitz? So oft werden wir dort nicht sein. Na, und zweitens kenne ich mich dort aus. Google Maps. Drittens, kennst du dich dabei dort aus? Und viertens, von wann ist denn das Scheißding dort? Als ich nach Chemnitz gezogen bin. Ja, wie klar war das? 2017. Merkst du, ne? Das hier ist auch wild. Das ist nur, falls wir mal nach Tschechien fahren. Da brauchst du nämlich Ersatzlampen. Und ich glaube, denen ist es scheißegal, ob die Lampen wirklich passen, weil in dem Cupra hätten wir mit diesen Glühbirnen nichts anfangen können, glaube ich. Okay, ich habe gerade schon den ersten Nervenzusammenbruch gekriegt, bevor ich überhaupt losgefahren bin. Ich komme gar nicht mehr klar, ey. Ich wollte hier noch so drei Worte sagen oder so. Ich glaube, aber bei dem Mi wäre das für mich genauso schlimm. Ich weiß nicht, ob es noch schlimmer wäre. Weil den hatte damals ich so ein bisschen ausgesucht. Ich sag mal so vom Optischen und so. Und bei dem Cupra, da hatte halt Tim mehr dazu zu sagen gehabt, weil es mir halt einfach egal war, sag ich mal. Also wir wussten halt von den Eckdaten, was wir wollen und was wir brauchen. Und ansonsten war mir das halt alles, also habe ich gesagt, ja hier, guck einfach mal, was du so findest. Und er hat dann gesagt, hier, da steht ein Cupra. Und dann habe ich direkt angerufen und gefragt, ja, können wir den vielleicht Probe fahren? Und dann meinten die, ja, sie können eigentlich direkt vorbeikommen. Und der war irgendwie so 2-3 Stunden vorher erst abgegeben worden von dem Vorbesitzer. Das heißt, der war auch noch dreckig und so. Ja, sind wir den dann auch direkt gleich Probe gefahren. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das da war. Ich glaube, wir haben dann nochmal mit dem Verkäufer gequatscht und haben dann irgendwie 1-2 Tage später nochmal einen Termin gemacht und dann gesagt, hier, ja, nehmen wir. Also das war nicht so wie jetzt bei dem Caddy, wo wir einfach da waren und dann gesagt haben, ja, also sofort gesagt haben, ja, nehmen wir. Oh, scheiße, ey. Ich muss auch gleich mal gucken. Ich will auch nicht, dass Karl jetzt hier so voll traurig wird oder halt unnötig die Krise kriegt, wenn er mich so sieht. Ich meine, es ist nur ein scheiß Auto, ne? Also, eigentlich. Aber andererseits, oh, das Auto ist schon, es ist schon cool. Es ist auch schon fast komplett ausgeräumt. Ihr habt ja vorhin gesehen, was wir da alles rausgeholt haben. Ich muss mich jetzt erstmal wieder sammeln. So, jetzt aber wirklich letzte Fahrt hier. Ich habe meinen Beifahrer Karl dabei. Tschüss! Und wir haben das Dach nochmal aufgemacht, in der Hoffnung, dass man es noch besser hört. Ich habe gerade noch 2 Liter halt reingelassen, also vielleicht auch ein bisschen mehr als 2. Ja, dann war es das, ne? Du bist jetzt mein Kameramann, ja? Ja. Das sind wirklich die letzten Meter, die ich hier mitfahre, ne? Ja. Weißt du, warum ich so spreche? Du bist auch traurig? Ja. Ja, aber wir haben bald ein neues Auto. Das ist auch cool, ja? Und wir hatten schon viel Spaß mit dem Auto. Ja. So, und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich habe... Durch Zufall kam ich auf die Idee, nochmal nach dem Video zu gucken, was wir gedreht hatten, als wir den Cupra geholt haben. Und ich hatte überlegt, ob ich nochmal so ein bisschen Carporn-mäßig jetzt drehe. Aber ich dachte mir so, nee, ich hatte schon mal irgendwas und das ist da jetzt mit dabei. Und das schneide ich euch jetzt nochmal rein. Also den Moment von der Abholung, beziehungsweise bei der Abholung war ich nicht dabei. Aber als dann das Auto bei uns in die Garage gefahren ist. Und das, was ich danach noch zusammengeschnitten habe, ist halt, also... ist halt von vor 2 Jahren oder so. Jetzt würde ich das bestimmt anders schneiden, aber dafür war jetzt nicht die Location, die Zeit, die Gelegenheit und das wäre jetzt viel zu wild gewesen.
Ich weiß nicht, ob man vom Caddy einen schönen Carporn machen kann. Mal gucken. Aber ich schneide hier jetzt nochmal rein. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und dann haben wir hoffentlich auch wieder dann zwei Autos. Feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.